der Roger Heid, Snowpark Manager Verlag. Ich bin eigentlich verantwortlich für die Planung. Das ist unser Büro, wo die ganzen Sachen entstehen. Die Idee von der neuen Halfpipe war, um die grösste Pipe der Welt zu bauen. Eigentlich. Und das haben wir auch geschafft. Und auch einiges effizienter werden im Aufbau. Neu ist jetzt die Pipe 200 Meter lang. Das heisst, wir sind 60 Meter länger geworden. Wir sind 7 Meter hoch knapp und 22 Meter breit. Das Neue jetzt bei der Pipe für die Fahrer vor allem ist, dass sie höher rausspringen können. Wir gehen davon aus, dass wir mehr Flat haben unten. An den Events wird das Niveau natürlich steigen durch das. Also wir denken, dass wir jetzt auch so niveaumässig X-Games-Events durchführen können bei uns. Die Halfpipe ist hauptsächlich gebaut worden, schon für Teams und Profis auch. Aber bei uns ist natürlich immer wichtig, auch, dass wir Snowboard-Schulen und Skischulen drin haben. Und für die ist es natürlich auch perfekt. Die haben jetzt eine mega lange Halfpipe, die sie fahren können. Drei wichtigste Schritte bei diesem Projekt waren am Anfang Scouting. Also wir haben versucht herauszufinden, wo, wie lang muss die sein, was gibt es schon auf dieser Welt, was gibt es noch nicht. Die ganzen Winkel herauszufinden. Dann erst die Skizzen machen und am Schluss die konkrete Planung, wo wirklich Detailpläne gezeichnet worden sind. Die grösste Herausforderung im Projekt war, um wirklich herauszufinden, welche Masse brauchen wir genau, wie lange wollen wir es wirklich machen, was ist realistisch. Und dann am Schluss hat das Ganze noch ins Gelände reinpassen, bei uns oben natürlich. Das war schon die grösste Challenge. Also für unser Team war es natürlich mega, dass wir hier in so einem grossen Projekt mitmachen konnten, auch weltweit etwas Einzigartiges zu bauen. Ich glaube, da ist jeder, der involviert war, ist jetzt im Parkteam gestalkt, jetzt, wenn es fertig ist und wenn es wirklich dann das erste Mal auch fahren. So, gehen wir weg! Ich bin Lukas Zischt und ich bin der Pistenmaschinenfahrerchef vom Snowpark Lax. Meine Zuständigkeit beim Projekt Halfpipe war die Mithilfe plus auch ein bisschen Planung für das ganze Projekt. Und ich habe da mitgeholfen, mit einem grossen Raupenbagger die ganzen Erdverschiebungen zu machen. Der aktuelle Stand des Projekts ist so, dass jetzt gerade die letzten Arbeiten durchgeführt werden. Das heisst, die ganze Pipe plus die umliegenden Erdverschiebungen werden noch humusiert, zudeckt mit dem Humus, dass es nachher wieder schöne grüne Fläche gibt. Es sind Raupenbagger und Dumper zum Einsatz gekommen, in verschiedenen Grössen. Und das sind im Gesamt etwa 7 Maschinen gewesen. Für mich war es neu, im Sommer hier oben zu arbeiten, da ich bis jetzt nur im Winter hier oben geschafft habe. Und das war eine sehr coole Erfahrung, weil es auch ein mega schönes Panorama ist zum Arbeiten hier oben. Die grössten Herausforderungen waren sicher die Steinwänderstellen plus die ganzen Erdverschiebungen, bis man mal gesehen hat, dass sich überhaupt etwas tut. Und das schönste Erlebnis war nachher sicher, als wir den groben Teil mal draussen hatten und man die ganze Form der neuen Halfpipe gesehen hat. Für mich persönlich bedeutet es mega viel, hier mitzuhelfen bei diesem Projekt. Und ich finde es mega cool, dass ich konnte ein Teil sein von dieser neuen grossen Halfpipe, also sprich der grössten Halfpipe der Welt. Mein Name ist Balzer Achtergals. Besser bekannt in dieser Firma als Frau Holle. Ich bin 58 Jahre alt und seit 28 Jahren bei dieser Firma engagiert. Zuständig für die Beschneiung, die Infrastruktur, Trinkwasser und Abwasser. Der Bau der Halfpipe bedeutet für uns hoffentlich eine Vereinfachung. Wir können jetzt statt mit 4 Schneerzeugern in Zukunft mit 8 Schneerzügen zuschlagen. Wir haben total neue Schächte gemacht, wir haben alles automatisiert. Durch den Aufbau der neuen Halfpipe hat sich für uns insofern das geändert, dass wir mehr Möglichkeiten haben zum Schneien. Wir werden gleich viel Wasser brauchen bei einer Halfpipe, die 60 Meter länger ist.
Wieso braucht es technischen Schnee? Der technische Schnee ist total anders aufgebaut als der Naturschnee. Der Naturschnee hat so schöne Flocken, die dann aufeinander auffallen, überall Lufteinschlüsse. Und das könnte man vor allem bei der Halfpipe nicht brauchen. Der technische Schnee ist eigentlich nichts anderes als gefrorene kleine Eiskügel. Und so hast du nicht so viel Lufteinschlüsse und kannst eine viel kompaktere Pisten oder vor allem eine Halfpipe viel, viel besser aufbauen. Wir werden mit der Beschneiung in den ersten Tagen November anfangen, insofern die Temperatur und Frau Holle hier oben das zulässt. Es ist immer wieder interessant und ich freue mich schon heute, um die ersten Kanonen einzuschalten, dass wir hoffentlich auf Ende November den ganzen Berg wieder eingeschneit haben.